Die Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin Moin den anderen, was geht ab? Blacky ist am Start. Ich stehe vor meiner KTM. Das bedeutet, das Blackouts Bastelstube. Und es gibt was Neues zum Augenbauen. Hinter der Kamera steht Harzi. Jawohl, hallo Leute. Mit seiner hübschen BMW, weil er mich hier in Hamburg besuchen kommt. Checkt mal die anderen Videos aus und natürlich auf seinem Channel. So, oh meine Kette ist komisch. Auf jeden Fall habe ich mir die jetzt zugelegt. Das sind Handguards vom CETA. Die sollen ziemlich gut sein. Ich habe mir Bewertung durchgelesen und dann hier die Lenkeraufnahme. Das heißt, diese Plastikdinger kommen ab und hier kommt diese aus. Ist das Aluminium? Denkst jo, du? Wird Alu sein. Aus Aluminium ran. Und damit das einfach richtig clean und perfekt wird. Und dann würde ich auch sagen, dass so mein Lenkerbereich damit dann abgeschlossen ist und fertig. Die Dinger sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Check das auf jeden Fall mal aus. Einfach bei Amazon. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, oder? Ich setze mal das Ding hier auf. Oder erstmal die alten Teile ab. Ne? Ich will mir die aber erstmal angucken, wie die so aussehen. Das ist die Anleitung anscheinend. Schon mega nice aus, finde ich. Man kann halt sich hier noch in die Schrauben kann man sich noch Schützer reinschrauben. Ich habe aber bis jetzt keine geilen gesehen und habe erstmal gedacht, vielleicht kommt das dann später. Erstmal hole ich die so, vielleicht sieht das so ja auch ganz geil aus. Kann man ja gucken, da kann man ja auch andere Sachen ranschrauben und so weiter und so fort. Kann man gucken. Ich glaube, das lasse ich dran, das sieht ganz cool aus. So an der Seite. Und dann würde das dann so aussehen. Wollen wir loslegen? Jawohl. Let's go. Ich habe mir schon einen Imbus bereitgelegt gehabt. 6er Imbus, ganz normal, bei der KPM. Oh, super easy. Muss mal aufpassen, dass hier nichts rausfällt, ne? Dass da nicht zu viele Teile drin sind, oder? Bei den Griffen hier, auf einmal fällt mir die halbe Scheiße ein. Das ist so ein Widerstand für, wie heißt das, das Bremslicht und so weiter. So, hierfür brauche ich jetzt Sternschraubenzieher eigentlich. Ja, das ist so cool. Das ist erstmal die Polizei. Ist die Polizei auch drauf? Nee. Das wäre auch lustig. Ich finde, das sieht scheiße aus. Guckt mal an, Leute. Das sieht auch aus wie so ein Fahrradlenker. Ja? Ja, ohne Witz. Ich finde das. Sieht komisch aus. Mir persönlich gefällt es nicht. Manch anderen gefällt es vielleicht. Aber. Die fahren auch echt viele ohne. Ja? Ja, mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde, das hat einfach irgendwas. Oh Gott. Nee. Ne? Da fehlt was. Das ist ganz komisch. Ja, definitiv. Wollen wir jetzt eine Sache ranmachen? Jawohl. Ich finde, das sieht geil aus. Ja, ich finde es auch. Die Frage ist, wo kommt das hin? So? Ja, stimmt. Ja, doch. Safe, richtig. Genau. So. Genau, ja. Na, ist es dieses, so wie früher meine Lenkerenden einfach. So. Sieht voll geil aus, oder? Ich find's auch super aus. Kommt so eine Aufnahme, die muss man leider dazu kaufen. Die sind nicht drin, weil es halt verschiedene Lenker gibt. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Aufnahmen. Ich verlinke euch mal die für die KTM. Rechts. Guck mal, Klaus sitzt immer noch hier. Kaum zu glauben, ey. Wahnsinn, seit gestern Abend schon. Ja, ganz lange mit Mustang gefahren. Macht dem nichts aus. Klaus, neue Haustier-App. App? Ja, von der KTM. Ich bin mal gespannt, wie lange Klaus noch bleibt. Ja. Ich würde ja, wenn er in einer Woche immer noch da hockt. So ohne Essen und Trinken. So. Oder er frisst und trinkt was und kommt immer wieder zurückgeflogen. Kann er überhaupt fliegen? Oder springen halt. Komm, zurückgeflogen, Digga. Der muss erst mal fliegen lernen.
Klaus ist das Wheelen, die fliegen, glaube ich. Der genießt die Wheelies richtig. Fliegt da schon alles weg. Aber das ist da genau im Weg irgendwie. So ist zu tief und so ist zu hoch. Jackpot. Mach das jetzt erstmal auf der anderen Seite. Halt das mal fest, bitte. So, die Teile sind jetzt angebaut. Fertig, links und rechts. Komm mal ein bisschen näher und guck, wie das ansieht, wie sich das aussieht, wie rede ich. So, wie das aussieht, meiner Meinung nach sieht das richtig Bombe aus. Ich gebe hier nochmal so einen letzten Touch. Die ersten paar Sekunden war es richtig gewöhnungsbedürftig, so, wo ich so dachte, Weil vorher war halt super viel und jetzt nicht mehr, aber jetzt seit ein, zwei Minuten sind die drauf und finde ich schon richtig Hammer. Voll geil, wie gesagt, man kann hier noch kleine Dinger vorkaufen oder so, muss ich nochmal gucken. Wenn jemand was findet, schreibt es mir gerne. Aber sonst sind die Dinger mega, voll gut. Ich finde auch, vom Optischen her sieht das mega geil einfach aus. Ich finde die auch richtig heiß. Aber hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Jetzt mit den ganzen Teilen auch, das passt so gut zusammen. Und ja, ich denke, wenn dann das Deko noch anders ist, kommt das noch mehr zur Geltung. Damit ist das ein kurzes Video eigentlich und schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Däumchen wäre, wie immer ein Träumchen für Black Girls Bastelstube. Und sonst sehen wir uns morgen wieder im normalen Mode-Vlog. Bis dahin, macht's gut und auch rein in den Tag.